endlich seinen Meister gefunden. Irgendein Halsabschneider. Ich glaube, ein Hexer hat Junior gegeben, was er verdient hat. So? Das ist aber nicht erfreulich, finde ich. Hey! Wieso nicht? Er hat so viel gestohlen und gemordet. Es wird nur ein anderer seinen Platz einnehmen. Genauso schlimm oder schlimmer. Unsere einzige Hoffnung ist, dass Nilfgaard einrückt und für etwas Ordnung sorgt. Interessant. Lang lebe, etc., etc. Du wirst ersticken. Kann man es natürlich auch sehen. Ich liebe ja diese kleinen Unterhaltungen, die immer Bezug auf irgendwelche Quests nehmen, die wir vor Jahren gemacht haben. Vor Wochen. Also die wir irgendwann mal gemacht haben. Und man zufällig vorbeikommt. Dass sich die Leute drüber unterhalten. Ist ja ganz nett. Los, lauf! So. Halt dich lieber vom anderen Flussufer fern. Eine falsche Bewegung und das könnte dein Ende sein. Was, vom anderen Flussufer? Welches andere Flussufer? Was? Hortensio! Wer bist du? Warum hat er einen Namen? Schwerter bereit! Wir bezahlen für ein freies Temerien mit unserem Blut. Wenn ich was für dich habe, werde ich dich schon finden. Zugeschlagen und links zu! Tränk den Boden mit schwarzem Blut! Schwerter gesenkt und links zu! Nilfgaards Blut tut dem Boden gut! Ach ja, für die Freiheit Temeriens. Wenn das alles vorbei ist, mache ich in Vysima ein Bordell auf. Ein echtes mit abgerissenen Wandbehängen und Stinkekerzen überall. Seid ihr dabei? Nach welcher Art Beitrag suchst du denn? Ihr müsst nur euren Mann stehen. Oder eure Frau, je nachdem. Geralt van Riva, gesund und munter. Was treibst du zurzeit so? Wie hat es sich hierher verschlagen? Haben wir es schon mal gefragt? Bin mir nicht sicher. Was machst du hier? Skoyatel jagen? Du scherzt. Die Skoyatel interessieren keinen mehr. Temerien zählt. Sonst nichts. Wie hat es dich hierher verschlagen? Mit der Armee natürlich. Ihren Resten jedenfalls. Als Nilfgaard über die Jaruga kam, habe ich alles fallen gelassen und bin an die Front geritten, um zu kämpfen. Ich bin zur zweiten temerischen Armee unter Johann Natalis gestoßen. Wir sollten die Schwarzen bei Dol Blatana am Berg Carbon aufhalten. Das haben wir auch. 3 Tage lang. Dann haben sie Kleinholz aus uns gemacht. Kurz darauf hörte ich, dass Radovid seine Kräfte bei Novigrad sammelt, dass er geschworen hatte, für einen freien Norden zu kämpfen. Ich bin mit den Resten von Natalis Armee durchgebrochen, aber... Aber Radovid war nicht besser als M hier. Daher entschied ich mich für meinen eigenen Kampf. Okay. Das kannten wir schon, ja. Ich brauch deine Hilfe bei der Verteidigung von Kaer Morhen. Ich könnte deine Hilfe in Kaer Morhen gebrauchen. Ich möchte Ciri dahin bringen. Die wilde Jagd wird dort kurz darauf auftauchen. Du hast mir geholfen, als ich dich brauchte. Also mache ich dasselbe für dich. Danke. Deine Fähigkeiten könnten sich als unbezahlbar erweisen. Vielleicht bringe ich auch Wes mit. Wie auch immer. Wir sehen uns in Kaer Morhen. Das ging einfach. Das ging jetzt echt. Also, volles Haus. Das, ha. Du warst schon überall. Erzähl mal. Als ihr einen anderen Flussufer habt, ja? Eine falsche Bewegung und das könnte dein Ende sein. Hallo, Wes. Habt ihr echt Könige ermordet? Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe gedacht, das wird komplizierter. Ich habe gedacht, ich muss ihn jetzt noch irgendwie bei der Ermordung Radovids helfen oder so.
Höhle, ja. Okay, dann wohl auf Richtung... Novigrad wieder. Ah ja, diese Spuren des Krieges überall. Waren wir hier schon mal? Ach ja, ja, hier waren wir schon mal. Da waren... genau, in der Scheune war ein Aalghul eingesperrt. Wie auch immer der da reingekommen ist. Oh, reite ich. Was ist das hier? Ach, das Anwesen der Wiggleboots. Ja. Ich bin hier kein Freund von Schnellreisen. Das kann sein, dass man da was verpasst. Mutant, in den Kerker, da gehörst du hin. Da, 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 da. Novigrad. Das komische Badehaus. Warum so mürrisch? Ziehst du weiter oder bleibst du noch? Mit dir in der Nähe ist es viel sicherer. Dijkstra! Hast du kurz Zeit? Hab ich. Was willst du? Und deine Hilfe. Die würde er mir wahrscheinlich nicht geben. Oder er will irgendwas im Gegenzug dafür haben. Ich wusste nicht, ob ich dich fragen sollte. Ich bin mir immer noch unsicher, aber was soll's. Ich brauche deine Hilfe. Oh, meine Hilfe. Sehr interessant. Erzähl. Die wilde Jagd wird bald Kaer Morhen angreifen. Das ist sicher. Ich suche Leute, die mir helfen, sie zurückzuschlagen. Die wilde Jagd. Sag bloß nicht, dass du an diesen Schwachsinn glaubst. Das ist kein Schwachsinn. Das habe ich schmerzhaft am eigenen Leib erfahren. Tut mir leid, Geralt. Aber ich habe meine eigenen Probleme. Ich habe mein verlorenes Eigentum noch nicht zurück. Deine Hilfe, wie du weißt, ließ zu wünschen übrig. Ich schulde dir also einen Dreck. Das kann ich verstehen. Alles klar. Ich könnte jetzt noch M hier fragen. Hallo, nackte Dame. Jetzt aber nicht. Ich habe keine Lust, M hier zu fragen. Vielleicht aber doch. Ich meine, es gibt Erfahrungspunkte. Einen vielleicht. Ich könnte hier vorher speichern. Bin mir nicht mehr sicher. Ich bin mir... Ach gut, gut, der Städter hat entschieden. Na gut. Wir speichern vorher und dann fragen wir M hier. Dann speichere ich hier. Speichern wir hier. So. Das hat jetzt gedauert. Wieso hat das so ewig gedauert? Naja, also, dann haben wir das erledigt. Ich hab jetzt echt gedacht, jetzt kommt noch die Ermordung von Raduvit oder so dazwischen, dass ich das erst machen soll, bevor die mir helfen. Aber anscheinend nicht. Dann habe ich das gerade in der falschen Reihenfolgeerinnerung, glaube ich. Oder irgendwie sowas. Naja, königliche Burg Vysima. Viele Leute mögen Hexer nicht und behandeln sie mit Abscheu. Neue ein Art Fame. Oh, ich habe mir gar nichts von gemerkt. Hä, wieso bin ich überlastet? 128 von 160. Ich bin nicht überlastet. Das Spiel sagt, ich bin überlastet. Ist das die Mechanik, um zu verhindern, dass ich hier rennen kann? Interessant. Hast du Derkov gefunden? Oh ja. Er hat mit Freunden meines Vaters gesprochen. Die armen Kerle können immer nur an Politik denken. Ununterbrochen. Ist der Kopf. Ich hoffe wirklich, dass sie sich nach der Krönung mal eine Pause gönnen. Was? Große Änderungen stehen an im Kaiserreich? Du weißt es nicht?
Der Kaiser hat dich rufen lassen. Das tut er nie ohne Grund. Es ist klar, dass er seine Tochter sucht. Du weißt viel. Natürlich. Ich bin der Sohn meines Vaters. Was hat dein Vater damit zu tun? Er steht dem Kaiser nahe. Und er kennt die Opposition, die seine Abdankung will. Cirilla den Thron zu überlassen, ist das Beste, was der Kaiser tun kann. Aber wie man weiß, braucht eine Kaiserin einen Kaiser an der Seite. Mein Vater wird dafür sorgen, dass der richtige Mann ausgewählt wird. Ich glaube, Ciri selber hat da noch ein bisschen was mitzureden. Naja. Alles gut. Weil ob sie Kaiserin wird und so weiter. Jetzt bin ich nicht mehr überlastet. Das ist interessant. Das ist ja auch ihre Sache. Die ist ja sehr willensstark. Um es mal nett auszudrücken. Ist der Botschafter noch hier? Da vorne ist er. Vielleicht hat er was Neues zu sagen. Ja, Geralt. Noch etwas? Da. Wie steht es auf Skellige? Jetzt, wo sie einen König haben. Was gibt es Neues auf Skellige? Wo ist dein Tisch? Nichts. Das ist doch der Stolz der Skelliger. Alles der Tradition entsprechend zu handhaben, wie ihre Vorväter. Und wie ihre Vorväter streiten sie miteinander, plündern, überfallen. Das klingt ja sehr zuversichtlich. Was, wenn König... Aha. König Bran ist alt und... Er ist tot. Wir haben einen neuen König. Okay. Danke für deine Hilfe. Nichts zu danken. Möge die große Sonne deinen Pfad bescheinen. Ich habe übrigens deine Töchter kennengelernt. Die waren sehr reizend. Beide. Geschlossen. Squeske? Kann ich hier nicht auf Wind spielen? Oder habe ich schon? Ich habe schon. Bis dann. Oder habe ich gegen ihn verloren? Nee, ich habe gegen ihn gewonnen, glaube ich. Oder? Ich weiß das nicht. Ja, aber guck mal, die haben hier fertig gebaut. Ich mag das gar nicht. Wie sie das hier verunstaltet haben. Na gut, dann fragen wir mal. Emir. Sege Natuvian. Nente mire detre. Ich guck mich nochmal hier kurz um. Vielleicht finden wir ja was. Opposition in Nilfgaard. Der Kaiser von Nilfgaard hat die absolute Macht und lässt durch das geringste Anzeichen von Ungehorsam hart bestrafen. Er lässt schon das geringste Anzeichen bestrafen. Nichtsdestotrotz gibt es Kräfte im Kaiserreich, die ihm entgegenstehen. Damit meine ich nicht die verstümmelten Anführer des eroberten Provinzen, sondern jene Magnaten innerhalb der Stadt der Tausend Türme, die mit ihrer aktuellen Herrschaft unzufrieden sind. Der Konflikt zwischen dem Kaiser und den Adelshäusern der nilfgaardischen Hauptstadt reicht viele Jahre zurück. Alle Prinzen von edlem Blut und die Magnaten erwarten, dass der Herrscher einer ihrer Töchter heiraten und einen Erben mit ihr zeugen werde. Der Kaiser hatte jedoch andere Pläne. Das war ein Schlag ins Gesicht der großen Familien, deren Bräute er verschmähte. Die nilfgaardische Opposition wartet geduldig darauf, dass der Kaiser einen Fehler macht, dass irgendwas etwas seiner Autorität schwächt. Eine Wirtschaftskrise etwa oder eine Niederlage in der Schlacht. Eine Verschwörergruppe wartet nur darauf, einen solchen Moment zu nutzen und um die Unzufriedenheit zu mobilisieren, den Kaiser zu ermorden und in einem Staatsstreich einen der Iren auf den Thron zu setzen. Aus naheliegenden Gründen wissen nur wenige von dieser Verschwörung, doch scharfe Beobachter der nilfgaardischen Politik können die Anzeichen ihres Wirkens erkennen. Solange die Menschen und die Welt bleiben, wie sie sind, werden sich bestimmte Dinge niemals ändern. Die Unzufriedenen werden immer subversive Gesellschaften mit geheimen Zeichen und verborgenen Plänen hervorbringen. Die Nilfgaarder sind unzufrieden mit ihrem Kaiser. Weil er unsinnige Kriege führt, deren Sinn sie nicht sehen. Weil die zu viel Geld kosten.
Zumindest einige Nilfgaarder. Nicht alle, aber einige. Und weil er keinen Erben hervorgebracht hat bisher. Nur eine Erbin. Eine Erbin, die verschwunden ist. Ach, da geht's gleich lang. Okay. Da, da, da. Wohin geht's denn hier runter? Öffnen. Verschlossen. Hä? Die wilde Jagd. Hat man, glaube ich, schon mal gelesen. So, bevor wir mit ihm reden, speichere ich nochmal. Ich habe zwar gesagt, ich habe Novigrad gespeichert, aber was soll's. Wir hatten das Gespräch mit Morhan. Es kann ja sein, dass das irgendwas ändert. Außerdem haben wir hier Loot. Sehr schön, dass es sich überhaupt nicht daran stört, dass wir hier rumplündern. Der Kaiser. Die wilde Jagd. Hat er die andere dran gefressen, ne? Von der wilden Jagd. Tagebuch meines Feuerschluckers. Und nochmal speichern. So, M hier war M Reis, M Ries, was auch immer. Eure kaiserliche Majestät. Hexer. Was führt dich her? Ich habe herausgefunden, wo Ciri ist. Endlich. Ich hatte langsam schon bezweifelt, dass du der Richtige für den Auftrag bist. Bring sie sofort her. Die wilde Jagd verfolgt sie. Kaer Morhen ist der einzige Ort, an dem sie sicher ist. Das war kein Vorschlag. Ich kann meine eigene Tochter verteidigen. Da habe ich ehrlich gesagt keinen Zweifel dran. Ich meine, er würde wahrscheinlich die gesamte kaiserliche Armee mobilisieren. Also die nilfgaardische Armee mobilisieren, um sie zu schützen. Denn ich glaube ja, oder wir sind jetzt nicht sicher. Ich meine, der Morhen hat es ja bestätigt, dass er sie ja zum Thronerbin. Also er will ja, dass sie den Thron einnimmt. Das bezweifle ich nicht, gegen gewöhnliche Fall. Aber die wilde Jagd ist anders. Sich ihr hier zu stellen, würde Vysima in Gefahr bringen. Hunderte Unschuldige könnten sterben. Kaer Morhen liegt in der Wildnis und eure Armee wäre dort weitaus hilfreicher. In Ordnung. Ich schicke einen Banner mit. Unter der Bedingung, dass General Voorhees das Kommando führt. Dem kann ich nicht zustimmen. Und ich kann nicht zulassen, dass Hexer meine Truppen befehligen. Nun, ich werde nicht nachgeben. Und ihr sicherlich auch nicht. Es tut mir leid, eure Zeit in Anspruch genommen zu haben, Majestät. Bring mir Ciri. Das werde ich, wenn sie es möchte. Gut, dann hat sich das auch erledigt. Auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass der schon lange... Kerse Estate finden Adan in Karn Ep Morwod. Ja, was auch immer. Auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass er schon lange weiß. Warte mal. Das Charaktermodell habe ich noch vorher noch nie gesehen. Interessant. Auch wenn ich mir sicher bin, dass er schon sehr genau weiß oder eine ungefähre Ahnung hat, wo Kaer Morhen liegt.
Na gut. Siege Natuvian. Dann ist jetzt die Frage, was machen wir? Ich, Also nebenquestmäßig haben wir jetzt eigentlich gar nichts mehr zu tun. Glaube ich, warte mal, Quests. Noch mal ganz kurz nach. Also wir haben hier Nebelinsel, das ist die Hauptquest, das ist Blood and Wine, das ist Hearts of Stone, also die beiden Add-ons. Gewinnkarten sammeln, Besuch den Ruhmschmieden, ja, das ist Hearts of Stone. Rennen ins Gellige könnten wir noch machen. Fliegende Fäuste ins Gellige, der Turm aus dem Nirgendwo ins Gellige. Die könnten wir alle drei machen. In der Stufe 26, das geht. Die können wir nicht machen. Den könnten wir machen. Ins Gellige, der vermisste Sohn. Vermisste Bergleute ins Gellige. Nee, der Felsdrauber war Stufe 35. Schatz suchen will ich nicht machen. Dann würde ich jetzt mal sagen, ich mache eine Aufnahmepause. Ja, mache ich. Ich mache eine Aufnahmepause und dann gucke ich mal nach, welche Quests genau durch die Nebelinsel eigentlich abgebrochen werden. Es gibt nämlich eine Liste von Nebenquests, die abgebrochen werden. Also das Spiel wartet einen ja auch, habe ich ja schon mal erzählt. Wenn man Ciri... Also wenn man zur Nebelinsel fährt, ins Gellige, aufs Gellige, dann kommt eine Warnung, Vorsicht, wenn du hier weiterspielst, werden Nebenquests abgeschlossen, abgebrochen. Wenn du das wirklich machen willst, drück OK. Oder abbrechen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das heißt, ich... Und es gibt eine bestimmte Liste an Nebenquests. Es werden nicht alle abgebrochen, sondern es gibt eine bestimmte Liste, glaube ich. Ich glaube, es ist ein Dutzend Nebenquests oder 20 Nebenquests. Ich glaube, nicht alle. Weil die Entwickler doch schon so weit gedacht haben, dass man ja nicht alle Nebenquests schon machen kann, wegen der Stufe. Die man da erreicht hat. Also die Nebelinsel ist ja Stufe 22. Also müssten eigentlich alle Nebenquests, die über Stufe 22 sind, sicher sein. Aber ich guck nochmal nach. Eventuell gehen wir dann nach Novigrad und machen dann dieses Ding in Yantra. Da haben wir ja noch eine Nebenquest, die auf uns wartet. Oder wir gehen nach Skellige und machen da die Nebenquests, wenn wir die abgebrochen werden. Wir werden es sehen. Oder ich werde es sehen. Ihr dann auch. Wie gesagt, ich werde das jetzt googeln. Oder, ja, vor der nächsten Aufnahme auf jeden Fall werde ich das noch gucken. Und verabschiede mich jetzt. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ihr kennt den Rest, ne? Abo, Like, bla bla bla. Ciao.